Zittau, den 8. September 2010. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU, ging in Deckung vor den Opfern der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Monat. Ja, Herr Tillich, wir hätten noch einige Fragen hier zu stellen. Deswegen, Herr Tillich. Anlass für den Unmut, den sich die vorgeblichen Demokraten, also nicht nur der Ministerpräsident, zuzogen, ist die unzureichende Hilfe für die eigenen Opfer der Hochwasserkatastrophe vom 7. und 8. August in Ostsachsen. Dabei begann der Nachmittag für den Ministerpräsidenten beschaulich, zumal augenscheinlich lediglich eine ausgewählte Presse zugelassen war und damit erneut Zweifel an der Pressefreiheit aufkamen. Rigide wurde versucht, die NNO an einer unabhängigen Berichterstattung zu hindern. Ja. Ist so einfach. Also ein Interview mit dem Herrn Tillich? Das ist quasi, der MDR ist da und auch Punkt 1 ist da und das ist ausreichend. So entscheiden wir als Hausherren. Doch was bei der Industrie- und Handelskammer noch funktionierte, war auf dem Zittauer Marktplatz nicht mehr möglich. Hier machten sich die Menschen Luft und geißelten die Politik der herrschenden, vorgeblichen Demokraten. Die Hand ins Feuer, dass wir Hilfe kriegen. Sie werden sie auch bekommen. Noch, aber wir haben Woche 5. Ja, ich hab Woche 5 nach der Flut. Und das, was ich auf dem Boden geschafft habe, das haben wir die Bullen geklaut. Also, so einfach war das. Zwar stand der sächsische Ministerpräsident, wie auch zuvor, den NNO, keiner Diskussion mit den Bürgern zur Verfügung. Den NNO sagte ein Betroffener dafür. Schönen guten Tag, heute ist hier eine Demonstration, um Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe einzufordern. Warum demonstrieren Sie hier? Wir wollen versuchen, dass wir Gelder und Mittel von 2002, was über Dresden gelaufen ist, dass wir die Gelder auch kriegen. Und wie schaut die Hilfe des Staates, des Freistaates bei Ihnen gegenüber aus? Bis jetzt hat der Freistaat noch nichts unternommen. Eine Einzige, die uns was gegeben haben bis jetzt, ist die NPD gewesen. Die NPD? Die NPD. Inwiefern? Inwiefern, dass die NPD uns erstmal Soforthilfe geleistet hat und die gesamte Heizungsanlage jetzt bezahlt. Dankeschön. Bitte. Im Zusammenhang mit Hilfen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe tauchte immer wieder die NPD auf. Während Sachsens Ministerpräsident Tillich ausgepfiffen wurde, bot sich bei Zittaus NPD-Stadträtin Antje Hikisch ein gänzlich anderes Bild. Es ist ja nicht bloß, dass es im Großen nicht klappt. Ich muss auch sagen, ich bin ja Stadträtin und ich habe Anträge eingebracht, versucht auf die Tagesordnung zu setzen. Das war Barhilfe, Erlass der Gewerbesteuer und Anschaffung von Trockner. Und ich muss sagen, von der CDU bis zur Linken wurde dies abgelehnt. Und das finde ich beschämend. Die sollen sich schämen. Jawohl. Stadtrat, ja, was soll man dazu noch sagen? Wunderbar, solche engagierten Leute bräuchten wir mehr. Den NNO sagte die NPD-Stadträtin zum sogenannten Tillich-Kredit. Dieser Kreditangebot ist für mich der blanke Hohn an den Bürger. Weil erstens, der Bürger hat kein Geld für solche Kredite. Er kann die Kredite nicht aufnehmen, weil er sie überhaupt nicht zurückzahlen kann in der kürzesten Zeit von den 18 Monaten. Mit Ralf Gläser, dem NPD-Ortsvorsitzenden von Zittau, ergriff ein weiterer Vertreter der Sozialen Heimatpartei das Wort. Er stellte die Frage, weshalb die Menschen überhaupt noch die Verantwortlichen der Missstände wählen. Warum wählt ihr die CDU und die SPD und alle? Das betrifft die Wähler und auch die Nichtwähler. Wählen gehen sie alle, die Falschen. Und hinterher regt ihr euch auf. Warum denn? Ja, weil sich natürlich in solchen Notsituationen natürlich erst zeigt, wer unser wahrer Ministerpräsident sein sollte. Neben Antje Hikisch und Ralf Gläser wurde auch der Justiziar der Stadt Zittau, Horst Schiermeier, durch die NNO befragt, der zugleich Mitglied der Grünen ist. Diese enthielten sich zur Initiative der NPD für ein kommunales Engagement und tragen daher Mitverantwortung für die ausgebliebenen Hilfen. Seine Rücklichter zeigen. Es wurde die Antrag zur Tagesordnung wurde abgelehnt. Über den Inhalt der junge Frau wurde jawohl, nicht abgestimmt. Ran, ja. Ganz genau, aber darüber, deswegen konnte er darüber nicht abgestimmt werden. Da müssen Sie dann die Vertreter im Stadtrat fragen, sagen, zu denen ich nicht weil gehöre. Gesagt wurde, es wurde rechtzeitig. Die Demonstration in Zittau gegen die ausgebliebenen Hilfen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe vom 7. und 8. August zeigte: Die Menschen wachen auf und erkennen, wer verantwortlich ist und wer echte Hilfe leistet. Aus Ostsachsen berichteten ihre NNO, die Nachrichten aus Niederschlesien-Oberlausitz.